Dangerous Reef, Südaustralien. Jagdrevier des großen weißen Hai. Rodney Fox und die Meeresbiologen Dr. John McCosker und Timothy Trickles präparieren einen Radiosender, um erstmals Informationen über freilebende weiße Haie zu erhalten. Get the cages ready. Put the cages in. Ein gigantischer, 5 Meter langer, 1,5 Tonnen schwerer Hai. McCosker bereitet sich vor. Der Hai wird von dem Geruch frischen Blutes immer rasender. McCosker hofft auf die relative Sicherheit des Käfigs. Trotz des Blutgeruchs scheint der Hai zu wissen, dass in dem Käfig ein lebendiges, warmblütiges Opfer ist. McCosker zielt. Erfolg. Zum ersten Mal können Wissenschaftler von einem freilebenden, großen, weißen Hai Informationen sammeln.